Jo Leute, was geht ab? Ich stehe jetzt hier mit Alex Fischer, servus. Servus, hallo Fabi. Du bist ja der Immobilienpapst und jetzt frage ich dich einfach mal, was hältst du aktuell von der überhitzten Immobilienmarktsituation? Ist sie überhaupt überhitzt? Und wenn man jetzt Bock hat einzusteigen, macht es denn überhaupt aktuell Sinn oder nicht? Ja, also ich mache das ganze Spiel ja schon 25 Jahre und Immobilien haben sich eigentlich von den 25 Jahren 18 Jahre seitwärts bewegt, weil da kamen so verschiedene Phasen rein, dann gab es die Volksaktie, dann haben alle Aktien gemacht und irgendwie wollte keiner Immobilien und sehr flexibel sein, also da kamen auch so ein paar soziokulturelle Sachen mit rein, also die Immobilien dann sind so seitwärts gewesen. So, und eine Immobilie, ist ja die Frage, ob die Immobilie überhaupt den Wert steigt oder das Geld im Verhältnis weniger wert wird. Das heißt aber, tatsächlich hast du im Durchschnitt immer etwas mehr als die Inflation. So, und wenn sich das halt, keine Ahnung, 18, 20 Jahre seitwärts bewegt, dann gibt es halt irgendwann mal eine Korrektur. So, also ich würde nicht sagen, leider, ich finde es selber sehr bedauerlich, dass es überhitzt ist. Sondern ich fürchte, es hat gerade erst aufgeholt. Du kannst es ja auch anschauen. Schau mal nach Prag, schau mal nach Paris, schau mal nach London oder sonst irgendwas und schau mal hier die Berliner Preise an. Die finden das alle ziemlich günstig hier. Punkt 1. Punkt 2, der Grund, warum der Immobilienmarkt halt zusätzlich Dynamik gekriegt hat, ist, weil viele Ausländer hier investieren. Das hat auch damit zu tun, weil Deutschland weltweit der günstigste Immobilienmarkt ist, wenn man die Kaufpreise ins Verhältnis zur Kaufkraft setzt. Also der Kongo ist teurer, wenn man Kaufpreise zur Kaufkraft ins Verhältnis setzt. Ne? So, und außerdem ist es noch ein stabiles Land mit klaren Regeln. So, und da bleibt nicht viel anderes übrig. Und gleichzeitig sind halt Investitionsmärkte weggebrochen, weil zum Beispiel Pensionskassen, Versicherungen, verschiedene Investorenfonds haben klare Richtlinien, nach denen sie investieren müssen. Und manche Anleihen bringen die Renditen einfach nicht mehr, weil wegen Negativzinsen, beziehungsweise sind inzwischen riskanter als Aktien. Und Aktien dürfen sie nicht unbegrenzt reinnehmen, bleiben nur noch Immobilien. Ja, und dann kommt halt auch Deutschland in den Fokus. So, also ich fürchte, das hat gerade erst angefangen, um ehrlich zu sein. Viele sagen auch, ja, weiß ich, Blasenbildung, nur so kurz. Blase, Immobilienblase oder eine Blase, eine volkswirtschaftliche Definition. Das heißt, der Markt steigt an. Dann steigt er lange Zeit steil an, dann steigt er noch längere Zeit steil an und dann wird hektisch gekauft, angekauft, verkauft und zwar alles kreditfinanziert und dann macht's Knall. So, und tatsächlich hast du aktuell sogar weniger Kreditfinanzierung als noch vor 10 Jahren, weil nämlich die Leute gar keine Immobilien spekulativ finanzieren, sondern die haben einfach Angst. Also momentan kaufen extrem viele Leute Immobilien, die kaufen gar keine Immobilien, sondern Festgeld. Also die sagen einfach, gut, bei der Bank kriege ich nichts, beziehungsweise bald Minus. Außerdem ist die Gefahr, dass mir die Bank in die Kekse greift und dann vielleicht noch der Staat. Okay. Kaufe ich doch lieber eine Immobilie, bar bezahlt. Greift mal keiner so schnell in die Kekse und ob die jetzt 2, 3, 4 oder 5 Prozent Zinsen hat, ist mir eigentlich wurscht. Hauptsache es wird nicht weniger. Das ist so, ein Inflationsausgleich habe ich auch noch. Das ist der Grund, warum du heute in den Märkten auch teilweise siehst, dass Mehrfamilienhäuser teurer sind als Eigentumswohnungen. Also die ganze Torte ist teurer als das Kuchenstück. Es liegt daran, weil eben so viele Leute großes Geld weg aus den Banken bringen und um es loszuwerden. Und die kaufen dann keine einzelnen Eigentumswohnungen, deswegen steigen eigentlich die Gesamttortenpreise stärker als die Tortenstücke. Inzwischen ist es auch so, das ist so ein kleines internes Ding, ich weiß von einzelnen Banken, die engagieren inzwischen Sprecher dafür, dass sie vor ihren reichen Privatkunden sprechen und denen erklären, wie man das Geld anders investieren kann, außer im Festgeld zu lassen. Denn okay, die Banken zahlen aktuell, also die geben das noch nicht weiter an die Kunden, aber jede Bank, wenn da eine Million liegt, zahlen die 0,4% Minuszinsen im Jahr. So, und ich kenne eine Dame, die kenne ich nicht direkt, aber die hat 1,3 Millionen, die zahlt über 76 Millionen Euro im Jahr an Laying Fee, also einfach dafür, negativ dass Zinsen, das Geld da liegt. Ja? So, okay. Das sind, glaube ich, 68.000 Euro am Tag.
So, und jetzt weißt du, warum das so ist. Das heißt, bevor die und die Negativzinsen werden so schnell, egal was jetzt die Bank, egal was die Wirtschaftswoche oder sonst irgendwas schreibt, die Negativzinsen werden so schnell nicht enden, weil nämlich weder Frankreich noch Italien, ja, plus noch Spanien, das sind riesige Volkswirtschaften, gerade Frankreich und Italien, können in ihrem Haushalt keine gestiegenen Zinsen vertragen. Dann knallt nämlich als nächstes der Euro und dann bist du auch wieder froh, wenn du Immobilien hast. Also deswegen, Freunde, ich fürchte, es geht wenig Weg dran vorbei. Ich hätte es auch gern billiger, aber ich fürchte, in 10 Jahren sagen alle, hätten wir doch damals gekauft, das war ja noch richtig billig. Ich habe aber auch keine Glaskugel. Ja? Ja, klar. Aber wenn man jetzt halt von außen das mal anschaut, sich das Video, dann würde ich jetzt denken, zum Beispiel, okay, der Immobilienmarkt wird immer unattraktiver, wenn ich keine Erfahrung habe, dann wird es ja echt schwierig, da Geld mit zu verdienen. Das würde ich so nicht sagen, weil tatsächlich ist es ja so, dass es ja eine alte Aktienregel, fange kein fallendes Messer. So, das heißt also, schlaue Trader gehen immer in Märkte, die schon einen Trend haben. Jetzt hast du halt eindeutigen Aufwärtstrend und du hast aber noch keinen Blasentrend. So, nächste Frage, was sind die Alternative? Was machst du denn stattdessen? Das ist eine gute Frage. Genau, und das Problem haben noch andere Investoren. Und deswegen wollen halt viele in einen Bereich rein und deswegen fürchte ich, es ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Und, wie gesagt, 18 Jahre Seitwärtsbewegung, sagen wir mal 20, durchschnittlich 3%. Das heißt, 60% Wertsteigerung sind nur reine Aufholbewegung. Es ist noch gar nicht überbewertet jetzt eigentlich dann. Wenn du mich fragst, nein. Wie gesagt, das begünstigste Land der Welt, wenn du Kaufkraft ins Verhältnis setzt. Und wo gibt es aktuell noch die besten Deals? Also die ganze Torten sind zu teuer, Kuchenstücke sind wahrscheinlich dann erschwinglich. Aber wo kriegt man die besten Deals aktuell? Das kommt darauf an, wie du einen guten Deal definierst. Viele behaupten, ja, du musst jetzt ausweichen in C-Standorte, würde ich nicht machen. Meine Erfahrung ist, ich habe früher das selber geglaubt, aber es ist Quatsch. Also kauf lieber teurer ein, weil teurer wird auch teurer. Also das ist einfach so. So, das heißt, ich würde nur in A-Standorten kaufen. Was sind A-Standorte? Das sind Städte, die man auch außerhalb Deutschlands kennt, einfach gesagt. Hamburg, Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt. So Düsseldorf, Köln, also diese, die man einfach auch noch woanders kennt. Ne? So, und weil dadurch kriegst du mehr Nachfrageströmungen. Du hast dann lokale Strömungen, du hast eine etwas überregionale Strömung, du hast eine deutschlandweite Strömung und du hast eine europäische und eine internationale Strömung. Und je mehr Nachfrageströmungen sich aufeinander aufbauen, desto mehr geht der Preis ab. Alles klar, Alex. Dann vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Und dir weiterhin viel Erfolg und gute Deals. Ebenso. Bis dann. Danke, ciao.